Bayerns Verkehrsminister Christian Bärenreiter von der CSU hat mit einer Blockade des 9-Euro-Tickets im Bundesrat gedroht. Stattdessen fordert er eine dauerhafte Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs durch mehr Bundesmittel. Hat seine Partei, die CSU, nicht von 2009 bis 2021 den Bundesverkehrsminister gestellt? In diesen 12 Jahren hätte man ja genug Zeit gehabt, etwas anzupacken. Stattdessen hat man die Stärkung des ÖPNV so ein bisschen vergessen. Und warum eigentlich entweder 9-Euro-Ticket oder die Stärkung des ÖPNV? Warum nicht beides? Weil es Geld kostet? Bärenreiters Parteifreund Andreas Scheuer hat Milliarden in eine Maut versenkt, die nie zustande gekommen ist. Das 9-Euro-Ticket kostet weniger und wird mit Sicherheit sehr viel mehr für die Verkehrspolitik bringen.